Hallöchen! Heute mal eher was für die Mädels und für die Jungs, die sich auch gerne schminken und pflegen. Viele fragen mich, was für Beauty-Produkte benutzt du oder ohne welche Beauty-Produkte kannst du auf gar keinen Fall leben? Und da habe ich mir gedacht, ich packe euch mal hier dieses wunderschöne Beauty-Case mit Sachen, die ich immer bei mir haben muss und ohne die ich nicht leben kann. Los geht's! Also ganz wichtig, was ich immer bei mir habe, wenn ich verreise vor allen Dingen und unterwegs bin, hier mein Glätteisen. Ich bin nämlich total aufgeschmissen, wenn ich mir meine Haare nicht glätten kann. Ich habe nämlich eine sehr fiese Haarstruktur, kräuselig. Und wenn ich die nicht glätte, dann sehe ich aus wie ein gerupftes Hühnchen. Sehe ich wahrscheinlich in Augen von einigen Leuten so oder so, aber das Glätteisen verhindert das zumindest in einem gewissen Maße. Ganz wichtig, was man immer dabei haben sollte: Zahnbürste und Zahnpasta. Warum? Erklärt sich eigentlich von selbst. Zähneputzen ist gut. Ich kann definitiv nicht leben ohne Q-Tips. Ich habe Q-Tips immer dabei, hier diese Reiseportion, weil klar zum Ohren sauber machen, aber ich brauche das auch, wenn ich mir mal den Eyeliner verschmiere oder sowas sage. Damit kann man viel korrigieren. Heilige Q-Tips. Ganz wichtig finde ich immer Handcreme. Handcreme in meinem Fall ist nochmal doppelt wichtig, weil ich immer raue Hände habe und gerade im Winter ist es echt nicht so von Vorteil, wenn du dann so Schmiergelpapierhände hast und anderen Leuten die Hände schüttelst. Deswegen Handcreme. Und diese hier duftet auch noch super. Da lege ich ja viel Wert drauf. Als nächstes für ein strahlendes Gesicht habe ich hier diese Feuchtigkeitsmaske. Die benutze ich regelmäßig und ich fühle mich danach immer frischer. Für meine Haare, wie ich schon mitgeteilt habe, die sind immer etwas kräuselig und nicht strukturiert, habe ich hier so ein Haaröl, da nehme ich immer so einen Klecks ins Handtuch trockene Haar reinmassieren und danach föhnen und frisieren. Und das hilft mir sehr, die Haare schöner in Form zu halten. Immer noch beim Thema Haare, Haarspray. Also das ist jetzt natürlich die Reiseportion. Ich habe die große Flasche auch im Badezimmer stehen. Aber Haarspray ist für mich immer ganz wichtig, gerade wenn so zottelige Haare abstehen oder sowas, um die wieder dahin zu bringen, wo sie hingehören, in die Frisur. Ich habe in einem von den vorherigen Videos mal gesagt, dass ich es wichtig finde, gut zu riechen. Hier nochmal Creme, Bodylotion und am liebsten nehme ich da eine Bodylotion, die so nach Vanille duftet oder sowas. Nur ein bisschen ungünstig, wenn man sich dann eine frisch gewaschene Jeans anzieht, dann kommt man manchmal, wenn die ein bisschen enger ist, nicht so gut rein. Ich neige nicht nur dazu, trockene Hände zu haben, sondern ich habe auch ständig trockene Lippen, deswegen habe ich halt immer diesen Lippenbalsam dabei. Schmier den auch tagsüber öfter mal auf die Lippen, so wie jetzt. Und wenn die dann mal schön sind, die Lippen, dann nehme ich eigentlich auch gerne einen Lipgloss. Der ist jetzt extrem pink, aber meistens, also der ist, wenn man den aufträgt, nicht so extrem. Ich mag das lieber, wenn man sich stark die Augen schminkt, dann immer nur so dezent die Lippen, dass das nicht so bam, bam, bam wirkt. In meinem Video über die 10 Favorites von mir habe ich gesagt, dass ich ohne mein Parfum nicht leben kann. Das war Dior Hypnotic Poison. Eins von meinen absoluten Lieblingsparfums ist aber auch dieses hier von Lacoste. Das nehme ich eher im Sommer. Dior ist ein bisschen schwerer, das nehme ich eher im Winter. Und Nagellack. Ich mag am liebsten roten Nagellack oder so Rottöne. Hab zwischendurch auch mal was anderes. Ich habe mega viel Nagellack, aber Rot ist so das, was ich am meisten habe. Und den hier mag ich ganz gerne von Essie, weil die so ein bisschen... jetzt krieg ich es nicht auf. Der hat so ein bisschen breiteren Pinsel, hier wie man sieht. Und dann muss man das nicht so oft auftragen oder so oft pinseln. Für die Gesichtspflege. Hier so Face Strips. Ah ja, das gehört eigentlich da rein. Face Strips und zwar hier Problemzone, T-Zone, Kinn, Nase, Stirn. Das sorgt dafür, dass die Mitesser rausgezogen werden. Und das, ich finde das immer ganz geil, wenn man das drauf hat, dann wird das so hart. Und wenn man das dann abzieht, dann fühlt man sich immer so, als ob die Haut nochmal extra atmen kann. Also ich zumindest. Ich nutze schon Make-up, aber nicht so häufig. Meistens nehme ich eigentlich nur Puder. Und da habe ich hier dieses Nude Magic von von L'Oreal. Ja, und das ist der Pinsel, den ich immer benutze. Und das ist so mein Lieblingspuder momentan. Das deckt ganz gut und das sieht trotzdem nicht zugekleistert aus, finde ich. Zu dem Puder finde ich immer ganz wichtig Eyeshadow Base.
Das nutze ich. Ich habe ja meistens einen Lidstrich und ich finde das immer recht nervig, wenn du dann den ganzen Abend unterwegs bist, vielleicht auch tanzt, ein bisschen schwitzt oder sowas, dann verschmiert das ganz schnell und man hat hier oben auch so einen Strich. Und dieser Eyeshadow Base, der wirkt dem so ein bisschen entgegen und sorgt dafür, dass der Lidstrich da bleibt, wo er auch hingehört. Genauso wichtig finde ich hier Concealer. Da nutze ich Everfresh Concealer von Maybelline. Den finde ich super und der deckt auch ganz gut die Stellen, die gedeckt werden sollen. Dann, wie schon gesagt, hier Eyeliner. Da habe ich hier so einen. Ich habe aber verschiedene Eyeliner. Siehst du, das ist wieder so ein typisches Ding. Da habe ich wieder die komplette Schmiere irgendwie. Das ist immer. Ja, jetzt wird es noch schlimmer. Ich lasse es einfach. Ich gehe gleich Hände waschen. Und eins der letzten Sachen hier. Mein Mascara. Den mag ich sehr gerne. Das ist von Avon. Da bestelle ich öfter meine Sachen. Und das ist so ein Big and Daring Mascara. Den finde ich super, aber ich habe auch noch einen anderen, der hat ein bisschen feineres Bürstchen, da kann man die Klümpchen so mit rausbürsten. Ganz wichtig, zu einem perfekten Make-up finde ich gut gezupfte Augenbrauen. Deswegen das Letzte, diese Pinzette. Ich finde, man gewöhnt sich an die Schmerzen beim Augenbrauenzupfen. Also ich finde es nicht mehr schlimm, aber es gibt ja ganz viele, die das nicht so gut haben können. Aber das hier finde ich super. Was ich unbedingt mal ausprobieren möchte, ist dieses Augenbrauenzupfen mit dem Faden. Das habe ich auch noch nie machen lassen, aber da muss ich auch erstmal irgendwas finden oder irgendeinen Laden finden hier in Köln, der das anbietet und dem ich vertraue. Habt ihr da Tipps für mich? Oder sagt ihr, hey Pia, das nutze ich auch? Oder probier doch mal das und das, das deckt die Augenringe besser ab. Oder das duftet auch klasse. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich über eure Beteiligung. Abonniert meinen Channel und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Ich gehe jetzt erstmal Hände waschen.